Willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns die 3 besten Stabmixer-Sets anschauen. Damit ihr eine schnelle Kaufentscheidung für euch treffen könnt, werden wir euch vor allem die wichtigsten Eigenschaften und Besonderheiten der Modelle vorstellen. Viel Spaß nun also bei diesem Video. Alle 3 Stabmixer-Sets sind auch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr weitere Informationen erfahren oder diese Stabmixer auch bestellen wollt. Starten wir nun das eigentliche Video mit dem ersten und auch günstigsten Modell, und zwar dem Krups Perfect Mix. Dieses Modell kommt mit einer starken Leistung von 1000 Watt und besteht vor allem aus hochwertigem Edelstahl in Kombination mit ergonomisch geformtem Kunststoff. Die 1000 Watt Leistung des Modells sorgt für außerordentlich starke Rührergebnisse. Diese Leistung ist zudem auch nochmal in 20 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen anpassbar. So kann man eine sehr cremige Textur selbst bei härtesten Zutaten erreichen. Der integrierte Spritzschutz des Modells sorgt auch für einen möglichst geringen Reinigungsaufwand nach dem Mixen. Die Bedienung des Modells ist durch den weichen, rutschfesten Griff auch mit nassen Händen kein Problem, und auch die Einstellung der Geschwindigkeitsstufen erfolgt hier sehr einfach über den gut erreichbaren Bedienregler an der Oberseite. Auch ist hier im Lieferumfang alles enthalten, was man so braucht, inklusive einem 500 ml Zerkleinerer, einem 800 ml Messbecher sowie einem zusätzlichen Schneebesenaufsatz. Wenn man das Modell also nicht gerade mit seinen 4 scharfen Messerklingen verwenden möchte, dann kann man den Besenaufsatz auch zum Aufschlagen oder zusätzlichen Mixen verwenden. Ein sehr starkes Set, wie wir finden, vor allem in Anbetracht des zusätzlichen Zubehörs und der starken Leistung des Perfect Mix Stabmixers. Mehr Infos zum Modell erfahrt ihr aber auch über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Modell auch mit Prime-Versand sofort zu euch nach Hause bestellen. Als zweites möchten wir euch das Stabmixer-Set Bosch Ergomix Style vorstellen. Dieses kostet ungefähr 10 Euro mehr als das Krups Perfect Set, und auch hier handelt es sich wieder um einen 4-Klingen 1000 Watt Stabmixer. Auch hier lässt sich die Geschwindigkeit wieder über ein Drehrad an der Oberseite einstellen. Die Auswahl hat man hier zwischen 12 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Und auch das Design des Modells ist ähnlich zum Krups Perfect Stabmixer. Es besteht vor allem aus einem hochwertigen Edelstahl in Kombination mit Kunststoffteilen sowie auch einem gummiertem, ergonomisch geformtem Handgriff. Dieser Handgriff ist sogar noch ein wenig gewölbter als beim Krups Mixer, sodass man hier einen noch sicheren Grip beim Mixen erhalten kann. Auch der Lieferumfang des Bosch Stabmixers ähnelt sich zum eben vorgestellten Krups Modell. Dabei haben wir einen extra Zerkleinerer zum einfachen und schnellen Zerkleinern von Kräutern, Nüssen, Käse und so weiter, sowie auch noch einen zusätzlichen Mixbehälter. Im Großen und Ganzen ähnelt sich das Modell, wie gesagt, sehr stark mit dem Krups Perfect Mix. Der Bosch Stabmixer hat dieselbe Leistung, welche aber in ein paar weniger Stufen einstellbar ist. Dafür gefällt uns persönlich das Design des Modells einfach ein wenig besser. Aber das ist ja auch oft Geschmackssache. Wenn euch dieses Modell weiter interessiert, könnt ihr gerne über den zweiten Link in der Videobeschreibung mehr Informationen erhalten. Bleibt aber auch jetzt gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch sowohl das hochwertigste, leistungsstärkste als auch gleichzeitig beliebteste Modell aus dem Vergleich vorstellen. Es handelt sich um den Braun Household MultiQuick 9. Dieser Stabmixer kommt mit 1200 Watt Leistung, also 200 Watt mehr als das Krups- und Bosch-Modell. Auch designtechnisch gibt es große Unterschiede beim Braun-Modell. Dieses ist ganz auf das EasyClick Plus System des Herstellers ausgelegt, womit man etwaige Zubehörteile einfach und schnell wechseln kann. Zudem überzeugt das ergonomische Design, mithilfe dessen man das Modell wie einen Joystick hält. Hier kann man über eine Taste an der Oberseite auch die Leistung in verschiedenen Stufen einstellen. Diese Einstellung erfolgt stufenlos und ermöglicht es, die Geschwindigkeit intuitiv zu bestimmen. Auch eine Impulsfunktion ist hier möglich, welche dabei unterstützt, selbst härtere Lebensmittel einfach zu verrühren. Zudem besitzt das Modell einen äußerst großen Spritzschutz sowie eine sehr scharfe Doppelklinge, welche mittels Active Blade Technologie funktioniert. Diese bewegt sich ständig auf und ab und bietet damit bis zu 250% mehr aktive Schnittfläche als ohne diese Technologie. Damit können Lebensmittel vor allem besonders fein zerkleinert werden. Der MultiQuick MQ9 kommt zudem mit einem großen Zubehörset. Neben dem Stabmixer an sich haben wir hier noch 5 zusätzliche Teile dabei. Dabei ist ein 350 ml Zerkleinerer, ein Kartoffel- und Gemüsestampfer, welcher in Kombination mit dem großen 1,2 l Standmixer bzw. Standzerkleinerer kommt, auf dem man den Mixaufsatz aufbringen kann. Auch dabei ist ein Schneebesen und zu guter Letzt noch ein großer 600 ml Mixbecher. Unserer Meinung nach handelt es sich beim Braun Household MultiQuick 9 um das beste Modell im Vergleich, nicht nur aufgrund seiner stärkeren Leistung, sondern vor allem auch aufgrund seiner Technologien, der Handhabung sowie des starken Zubehörs. Auch dieses Modell ist für euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst es uns nun aber wissen, für welchen Stabmixer bzw. für welches Stabmixer-Set ihr euch letztendlich entschieden habt.